Fahrdienstleiter Basel, Badischer Bahnhof für DF IC 372, bitte kommen. Türen geöffnet, Führerraum besetzt. Hier DF IC 372, abfahrbereit. Alles klar, dann geht es jetzt für dich einmal nach Freiburg über die Schnellfahrstrecke. Dein Zug ist ja soweit pünktlich aus Interlaken Ost hierher gekommen. Guck jetzt, dass es auch bis Freiburg gut läuft. Probleme sind erstmal nicht in Sicht. Vor dir fährt noch IC 73 aus Hamburg ein. Sobald die Fahrstraße dann gestellt ist, kannst du los. Gute Fahrt. Jo, danke. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir sind abermals mit dem ICE 4 unterwegs auf der Strecke Freiburg-Basel. Und ihr habt es gehört. Wir sollen den Zug einigermaßen pünktlich ans Ziel bringen. Das werden wir natürlich versuchen. Und ja, haben jetzt soweit eigentlich alles eingestellt. Bis auf die AFB noch. Die wollen wir erstmal auf 40 stellen. Ach, das ist falsch. Hier sind wir. So, das lassen wir erstmal soweit. SIFA, PCB, LZB ist an. Federspeichenbremse ist gelöst. AFB ist an. Spitzenlichter müssen eigentlich soweit leuchten. Das tun sie wunderbar. Ja, sind wir eigentlich soweit abfahrbereit in Basel-Bad Bahnhof. Dies ist übrigens der erste Teil aus dem Szenario-Paket von Aerosoft und nennt sich Aufbruch in Basel. Und zwar, du fährst den ICE 372 nach Berlin-Ostbahnhof bis nach Freiburg. An sich sollte es eine ruhige, normale Fahrt durch den Morgen werden. Gute Fahrt. Ja, und wir fahren nonstop bis Freiburg. Und das sollte eigentlich eine hoffentlich ruhige Fahrt werden, aber man weiß ja nie im Bahnalltag, weiß man nie, auf was einem so begegnet. Von daher werden wir uns einfach überraschen lassen, was passiert. Und ja, es ist ein sehr schöner Morgen hier in Basel. Die Sonne scheint, blauer Himmel und ja, es ist noch nicht so besonders viel los hier am Bahnhof, aber das wird sich mit Sicherheit noch ändern. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um, ob hier schon viel los ist. Naja, hält sich in Grenzen. So. Schauen wir mal im Führerstand, ob wir alles wirklich alles erledigt haben. Aber das sollte eigentlich soweit der Fall sein. Wie gesagt, das haben wir gelöst. Ja. SIFA ist an, LZB ist an, PZB ist an. Das geht nicht. Dann warten wir eigentlich nur noch auf den Abfahrtspfiff von unserem Zugchef. Wir haben Abfahrt um 8.23 Uhr, also in gut einer Minute. So, neben uns der IC fährt schon ab. Fährt schön gegen die Bremse an. Da steht noch ein Regionalexpress Steuerwagen voraus. Ein wunderschöner Zug. Traumhaft. Da steht Mülheim, München Hauptbahnhof, Frankfurt am Main, Leipzig und Berlin Gesundbrunnen. Und zu einem von den dreien Städten fahre ich nächste Woche. Beziehungsweise vier Städte. Könnt euch gerne mal überlegen, zu welcher. So, wir haben Ausfahrt. So, das heißt, wir lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf.
Natürlich. So, jetzt aber. Führerraum besetzt. Auf geht's. So, dürfen wir uns befreien? Zugbeeinflussung. Ja, wunderbar. Das heißt, wir dürfen auch ruhig auf 100 gehen. Weil wir uns ja jetzt befreit, stehen nicht mehr unter Einfluss. Die war natürlich drücken. Zugbeeinflussung. Klasse. Noch liegen wir auch gut im Zeitplan. SIFA. Läuft eigentlich alles für uns im Moment. Ich hoffe, das bleibt so. So, sind wir schon in der LZB-Überwachung. Das ging schnell. Das heißt, hier mal die AFB aufschaukeln, aufschalten. Meine Güte. So, damit der auch aus dem Vollen schöpfen kann. SIFA drücken natürlich. So, jetzt haben wir erstmal 110 für 2,9 Kilometer. Beziehungsweise in 2,9 Kilometer. Das heißt, der wird auch gleich wieder bremsen. Und dann gibt es gleich erstmal eine hübsche, nette Ansage von unserem Zugchef. In 3, 2, 1. Ist er eingeschlafen? Meine Damen und Herren, ich begrüße auf den Basel zugestiegenen Fahrgäste im ICE der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Berlin Ostbahnhof. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann um 8.55 Uhr Freiburg Hauptbahnhof. Mein Name ist Uwe Brittmeier und bei Fragen und Wünschen sprechen Sie mich und mein Team gerne an. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, vielen Dank. Schauen wir mal, ob das eine angenehme Fahrt wird und ob wir noch den einen oder anderen Stolperstein zu bewältigen haben. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, wir können ja ohne Hut fahren. Unser Zug regelt alles von alleine. Wunderschönes Bild. Man muss es einfach so sagen. Wir haben jetzt erstmal eine Zeit lang auf 100.
SIFA. So, jetzt geht's los. 250. Wunderbar. Endlich Geschwindigkeit. So, für die Passagiere geht es jetzt nach Freiburg in den Europapark. Ich sage jetzt einfach mal, das spielt ja auch in den Sommerferien und ja, viele Familien aus Basel fahren jetzt nach Freiburg in den Europapark. 50 Kilometer mit dem Zug, was soll's. Das kann man ruhig mal machen. Ich würde es auch tun. Es gibt nichts Bequemeres. Wobei ich nicht in Basel wohne, aber im Europapark war ich schon öfter. Ist wunderschön da. Kann ich nur jedem empfehlen. So, auf geht's in den Katzenbergtunnel. Erinnert ihr euch noch, im letzten Szenario haben wir genau hier gehalten. Wegen eines umgefallenen Baumes auf das Gegengleis. Erinnert ihr euch noch, dass wir genau hier Ausgang Katzenbergtunnel auf dem Weg nach Basel. ...250. Traumhaft. Dazu die Lichter hier von den Bedienungselementen. Ist wunderschön. Besonders links die Klimaanlage. Ist einfach nur schön, oder? Diese Instrumentenbeleuchtung, die ist einfach nur geil. Ah, ja, sieht doch schon viel besser aus. Schade, dass man hier nichts verändern kann. Von 250 zurück auf 100. Eieieiei. Aber natürlich. So, das war die kleine Hochgeschwindigkeitsreise durch den Tunnel. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie gerne auch noch auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen. Im Wagen 10 zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse finden Sie unser Bordrestaurant, in dem Sie ein leckeres Frühstück zu sich nehmen können. Wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen. Ja, nächste Woche sitze ich auch wieder in einem ICE und lasse mich dort verwöhnen. Ich freue mich tierisch drauf, endlich wieder ICE fahren, endlich wieder auf Tour. Nächstes Wochenende, nächsten Samstag, bin ich wieder in irgendeiner Stadt in unserem wunderschönen Land und werde für euch
das tollste an Rollmaterial einfangen, was es dort zu sehen gibt. Und daraus wieder ein sehr schönes Video basteln. Vielleicht schaffe ich sogar die Mitfahrt, also die Rückfahrt zu filmen. Schauen wir mal, wie voll der Zug ist. Und ja, freut euch drauf. Wie gesagt, nächstes Wochenende wird ein sehr schönes Wochenende. Präsentation TSW 3 und Spotting Tour. Das alles an einem Wochenende auf meinem YouTube-Kanal. Streicht es euch rot im Kalender an und da vergesst ihr auch, verpasst ihr auch nichts mehr. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. So. 30 Kilometer noch. Ich hoffe mal, dass ich diesmal ohne Zwangsen bis nach Freiburg komme. Schauen wir mal. Ich hoffe es zumindest. Sehr viel Regionalexpress unterwegs. Da kommt uns ein Klima-ICE entgegen. Komplett glühender Streifen bis zum Ende. Wunderbar. Während wir heute in Rot fahren. Aber ich finde das auch gar nicht so schlecht. Man kann ja übrigens noch, das hat allerdings wenig Sinn. Was mich jetzt interessieren würde, ist das jetzt von draußen sichtbar? Tatsache. Dann müsste ja eigentlich auch... Wahnsinn! Ja, das ist wenigstens animiert. Wunderbar, klasse. Das gefällt mir.
Ach. Nein. Das war das Falsche. Das wollte ich. So, wir sind hier. Wenn aber mal gebremst auf 120. Also ein rotes Signal ist anscheinend noch nicht in Sicht. Sonst würde er nämlich auf 0 bremsen. Sie fahr. Wunderschön, wie er sich eine Kurve legt. Wunderschön. Ich bin echt gespannt, in welchem ICE ich dann fahren werde. Ich habe eigentlich alle durch. Und ich freue mich da echt drauf. Bin echt gespannt. Oder ich fahre IC. Man weiß es noch nicht, welchen Zug ich da erwischen werde. Da steht eine 0. Ne, 110. Und ja, bin da echt gespannt. Ich denke aber, ich werde erste Klasse buchen. Mit Bedienung am Platz. Frühmorgens ein Kaffee am Platz. Es gibt nichts Schöneres. Ich freue mich da so sehr drauf. Es ist endlich wieder ICE fahren. Oder IC. Es gibt nichts Schöneres, als selber auf Tour zu sein, Material einzufangen, Bahnhofsatmosphäre zu schnuppern, ICE zu fahren, überhaupt für einen Zug zu fahren, das ist das Nonplusultra. Ist einfach wunderschön. Oh, wir haben in 9 Kilometern schon Ansage Freiburg. Ja, sorg mal. Das ging jetzt aber schnell. Halleluja. Wo ich letztes Mal geguckt habe, waren es noch 30 Kilometer. Meine Güte, ist ja nichts, Freiburg-Basel. Meine Güte, was ging das jetzt schnell, muss ich echt sagen, ey. Wahnsinn. Das heißt aber auch, je näher wir Freiburg kommen, desto schneller ist die LZB weg und die PZB ist wieder aktiv. Und das heißt für uns aufpassen. Quittieren. Geschwindigkeiten erreichen, die wir erreichen sollen, beziehungsweise ja, so langsam werden, wie es gefordert ist. Wir müssen jetzt gleich höllisch aufpassen. Weil ich möchte wirklich sehr, sehr gerne ohne Zwangse in den Freiburger Hauptbahnhof einfahren.
SIFA. So, noch sind wir im LZB-Modus, aber das kann sich jederzeit ändern. Es beginnt wieder so ein bisschen die stressige Zeit, wo man dann alles zu achten hat. PZB, SIFA. Aber noch geht's. Schön, diese kurvenreiche Strecke hier. Traumhaft. So, keine 2 Kilometer mehr. Ja, 2,5, da sind wir schon fast in Freiburg. Wird er noch pünktlich? Ja, das sieht gut aus. Sogar 2 Minuten gut gemacht. Ja, Wahnsinn. Schade, dass wir nicht bis Berlin aus Bahnhof durchfahren können. Das wäre jetzt geil. Wird zwar lange dauern, aber es wäre mega nice. Wahrscheinlich durch Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Brandenburg, Berlin. Das wäre schon echt geil. Meine Damen und Herren, und der nächste Halt unseres Zuges ist dann in SIFA, Freiburg Hauptbahnhof. In Freiburg haben Sie Anschluss an den Regionalexpress 17108 nach Offenburg über Ringsheim und Laa von Gleis 2. An die S11 nach Neustadt im Schwarzwald um 9.10 Uhr von Gleis 7 und an die SWE nach Waldkirch um 9.05 Uhr von Gleis 4. Im Namen der Deutschen Bahn verabschiede ich mich bei allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen, und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ladies and Gentlemen, next stop is Freiburg at 8.55. I wish you a great day and thank you for choosing Deutsche Bahn. Ja, wunderbar. So, Freiburg haben wir dann auch jeden Moment erreicht. SIFA. Nehmen wir schon mal ein bisschen die Bremse an hier. Zugbeeinflussung. So, auf Gleis 1 fahren wir ein, oder auf 301. Aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen, oder? Wir sind pünktlich, ohne Zwangse. Es wird nur noch vernünftig hier zum Halt kommen. SIFA. Und die SIFA natürlich drücken, sonst bleiben wir sofort stehen.
So, das hat doch wunderbar geklappt. Öffne die Türen. Steigen raus. Und dann sind wir schon da in Freiburg. Wunderbar, klasse. Das hat fantastisch geklappt. Ein wunderschönes Szenario. Eine ruhige Fahrt, muss man wirklich sagen. Stressfrei von Basel nach Freiburg. Mit allem, was dazu gehört. Schönen Ansagen. 250 km/h durch den Katzenbecktunnel. Ohne Zwangsee angekommen. Und ja, das war's mit diesem Szenario und mit diesem Video. Diesmal ein wenig ereignisärmer als das letzte. Aber auch das gehört dazu. Wie gesagt, dieses Szenario nennt sich Aufbruch in Basel und ist der erste Teil aus dem Aerosoft Szenario Pack 01 Freiburg Basel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende. Ich lasse euch jetzt noch ein wenig mit diesen Eindrücken hier alleine. Was soll ich noch sagen? Ich mache auf jeden Fall noch ein neues Szenario. Werde mal schauen, was ich noch so finde. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.